Der US-Wirtschaft geht es immer noch überraschend gut, aber es gibt da einen riesigen Sektor, der jetzt langsam kippt. Und das kann die US-Wirtschaft insgesamt stark belasten oder es kann sogar vielleicht eine systemische Krise nochmal herbeiführen. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Joe Biden. Er kann einem ja wirklich leid tun. Die Umfragewerte sind sehr, sehr schlecht. Im Moment würde er sogar gegen Donald Trump haushoch verlieren. Die Amerikaner, die sind vor allem der Meinung, dass er nicht mehr fit genug ist für sein Amt. Neulich hat er zum Beispiel die Ukraine mit dem Irak verwechselt. Und ab und zu verwechselt er auch China und Indien. Das heißt, wenn das mit China und Taiwan doch eskalieren sollte, dann wird das für Indien wahrscheinlich sehr unangenehm. Und die große Frage ist aber natürlich, wer ist nächstes Jahr der andere Wahnsinnige, derjenige, der gegen ihn antritt? Ist es Donald Trump oder vielleicht auch Ron DeSantis? Klingt zwar wie Billigfusel aus der Karibik, aber den darf man auch nicht unterschätzen. In einem Punkt sieht es aber für Joe Biden gar nicht schlecht aus und das ist die Wirtschaft, die US-Wirtschaft. Letzte Woche gab es die dritte Schätzung für das Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal. Das Wachstum war dann doch nochmal bei annualisiert 2,0% und das war deutlich besser als erwartet. Also trotz aller Probleme, bis jetzt ist das Wachstum der USA anscheinend unzerstörbar und alle diejenigen, die gesagt haben, auch die USA rutschen demnächst in eine Rezession, die haben bis jetzt nicht recht gehabt. Und die Wirtschaftswoche zum Beispiel, die hat ja sogar aufgemacht jetzt mit Boom in the USA und mit einer Freiheitsstatue hier vorne drauf, die mit Geld auch nur so um sich wirft. Und das ist natürlich auch alles gut für die Börse und die Inflation geht zurück und das Wachstum bleibt stabil. Besser geht's ja gar nicht als diese Kombination. Aber es ziehen doch dunkle Wolken jetzt auf, wie man so schön sagt. Es gibt einen Sektor, der jetzt langsam richtig kippt und das ist der Sektor Commercial Real Estate, die amerikanischen Gewerbeimmobilien. Ein Sektor, der weiß Gott nicht klein ist. Und ich habe hier vor Monaten in meinem Video zur amerikanischen Bankenkrise da auch schon darauf hingewiesen, dass da was im Busch ist in dem Bereich. Und bei der Silicon Valley Bank zum Beispiel, die ja als erste zusammengeklappt ist, da war es ja noch so, dass die Kunden und die Anleger sich vor allem Sorgen gemacht haben wegen dem Staatsanleihenportfolio, das die gehabt haben. Aber dann bei der Signature Bank und vor allem auch bei der First Republic Bank, da ging es dann ja auch schon um was ganz anderes zusätzlich noch, nämlich eben auch um die Kreditrisiken von denen im Bereich Gewerbeimmobilien. Und die First Republic Bank, die war ja dann immerhin schon die zweitgrößte oder der zweitgrößte Bankenzusammenbruch in der Geschichte der Vereinigten Staaten, wenn man jetzt mal rein die Universalbanken nimmt. Das ist also alles nicht von Pappe gewesen. Um was geht's bei dem Ganzen? Gewerbeimmobilien, das ist größtenteils natürlich das, was keine Wohnimmobilien sind, wobei in USA sind auch große Mietshäuser oder auch große Wohnanlagen, die zählt man da auch zum Teil zu den Gewerbeimmobilien. Dann natürlich Einzelhandel, Malls, Hotels, Industrie, Logistikgebäude und vor allem auch Bürogebäude. Gewerbeimmobilien sind unterm Strich spekulativer als Wohnimmobilien und wir haben auch da natürlich die Situation, dass die Zinsen stark gestiegen sind, dass Finanzierungen jetzt da plötzlich auch richtig Geld kosten und die laufenden Finanzierungen auf US-Gewerbeimmobilien, die haben zurzeit ein Volumen von 5,4 Billionen Dollar. Das ist mehr als das gesamte deutsche Bruttoinlandsprodukt. Also wohlgemerkt nicht der Wert von diesen ganzen Immobilien, sondern nur die laufenden offenen Hypothekenkredite. Ein riesiges Volumen. Was passiert, wenn dieser Markt kippt? Kleiner Einschub noch vorher. Sie kriegen morgen von uns einen Zukunftsmärkte-Report zu China, die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Da hat man das Platzen der Immobilienblase schon hinter sich. China steckt in dieser Krise jetzt mittendrin seit 3 Jahren eigentlich.
Und China hat da für uns schon mal vorgefühlt, wie das so ist. Und die letzten chinesischen Wirtschaftsdaten, die waren jetzt auch nicht so besonders gut und die Börsenentwicklung die letzten Monate ja auch nicht mehr. Was kann da jetzt kommen in China durch die Leitzinssenkungen, die wahrscheinlich kommen, durch Konjunkturprogramme vom Staat und so weiter? Und was ist da der aktuelle Stand? Das ist natürlich nicht nur für China-Anleger wichtig, sondern auch für die gesamte globale Konjunktur. Und ja, zum Beispiel auch für die Rohstoffpreise. Die Reports von uns sind gratis. Dieser Report geht morgen raus. Also denken Sie dran, wenn Sie ihn noch nicht kriegen, dass Sie sich den noch schnell beschaffen auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Gut. Aber zurück zu den Gewerbeimmobilien in den USA. Wie entwickelt sich das jetzt? Es gibt eine Einschätzung von Morgan Stanley, da sagt man, es wird verheerend. Es wird für diesen Sektor noch schlimmer werden als in der Finanzkrise 2008. Die Preise da werden in der Spitze um 40% einbrechen und das wird auch entsprechend Folgen haben für die Banken und auch darüber hinaus. Und warum soll das so kommen? Weil 50% von den Hypotheken in diesem Gewerbebereich, weil die in den nächsten 24 Monaten schon verlängert werden müssen, neu verhandelt werden müssen, also, und der Durchschnittszins wird dann 3,5% bis 4,5% höher liegen als vorher. Und das werden viele nicht mehr schaffen. Das ist einfach so. Und es gibt andere, die stoßen da ins gleiche Horn, zum Beispiel Capital Economics. Die sagen, die Preise werden bis 2025 um 35% einbrechen und sich dann auch bis 2040 nicht mehr erholen. Und man merke das nur darum nicht so bis jetzt, weil auch die Verkäufe, die Transaktionen in dem Bereich stark zurückgegangen sind, weil eben auch die Käufer fehlen. Und dadurch ist der Preisverfall aber noch nicht so aufgefallen. Aber zum Beispiel bei den Büroimmobilien, da war der Leerstand im ersten Quartal schon bei 19%. Also fast jeder fünfte Büroquadratmeter in den USA ist nicht mehr vermietet. Büroimmobilien, da ist die Krise auf jeden Fall am stärksten. Es ist losgegangen in der Covid-Pandemie, da sind die Leute ins Homeoffice gegangen, aber sie sind eben interessanterweise nicht mehr zurückgekommen in die Büros. Ist ja eigentlich auch logisch. Also seine Chefs und die ganzen Kollegen, Knallköpfe, wer will die jeden Tag sehen, damit sie einen dann noch fragen, was tust du eigentlich den ganzen Tag? Dann schon lieber einmal im Jahr ein Evaluierungsgespräch und ansonsten himmlische Ruhe. Ich selber, ich arbeite auch seit Jahren von zu Hause aus. Homeoffice ist super, nur die Kantine ist scheiße, wie es ja so schön heißt. Und Miracoli ist da auch keine große Hilfe mehr, weil die haben ja bei den Spaghetti den Käse gestrichen. Das habe ich aber hier schon ausführlich behandelt in einem anderen Video. Ein abendfüllendes Thema natürlich. Es gibt einen spannenden Artikel in der Financial Times. Hier, ein Finanzsturm bricht herein über den US-Gewerbeimmobiliensektor. Mit ein paar Beispielen, unter anderem, was gerade bei Büroimmobilien in New York los ist. Zum Beispiel dieser Büroturm hier, Avenue of the Americas, der ist jetzt verkauft worden von Blackstone und von der RXR für 320 Millionen Dollar. Das ist ein Drittel weniger, als was sie bezahlt haben im Jahr 2006, obwohl es seitdem ja einen riesen Immobilienboom gegeben hat. Oder noch schlimmer, das hier in der Mitte, 529 Fifth Avenue, verkauft für 105 Millionen Dollar. 2015 hätte man dafür anscheinend noch nicht mal das Grundstück bekommen, auf dem das Gebäude steht. Also Blase hin oder her, auf jeden Fall platzt sie gerade. Allein die Büroimmobilien in Manhattan haben laut Financial Times anscheinend 76 Milliarden Dollar an Wert verloren inzwischen. Kann das System sowas verkraften?
Es gibt auch Analysten, die sehen das alles nicht ganz so schwarz wie Morgan Stanley. Zum Beispiel die Bank of America, die sagt, das wird eine ernste Belastung, klar, keine Frage, aber es bleibt wahrscheinlich noch beherrschbar, weil von den Gewerbeimmobilienkrediten, die jetzt dann neu verhandelt werden müssen, da sind nur 23% aus dem Bürosektor, das ist schon mal gut. Und außerdem seien die Banken ja vorsichtiger geworden, auch gerade bei Gewerbeimmobilien, die hätten sie nicht so aggressiv beliehen wie früher diese Subprime-Häuser und diese Dinge. Es gibt da also noch einen größeren Puffer und gerade auch die großen systemrelevanten Banken, die hätten sich in dem Bereich eben auch eher zurückgehalten, weil er ja eher riskant ist und die haben ja auch strengere Stresstests als die anderen Banken. Darum ist es ein Problem, das wahrscheinlich dann auch wieder eher an diesen mittelgroßen Banken hängen bleibt. Aber wie schon gesagt, die First Republic Bank zum Beispiel, denen hat dieser vermeintliche oder tatsächliche Preispuffer nichts mehr geholfen. Und dann habe ich auch noch eine Einschätzung von der UBS gefunden, die urteilt da salomonisch und die sagt auch, ja, das schafft der Bankensektor, aber es könnte anders aussehen, falls die USA jetzt noch zusätzlich in eine Rezession rutschen würden. Und bei PricewaterhouseCoopers, da sagt man sogar, für finanzstarke Käufer sei das Preisniveau im Moment sogar schon wieder eine Chance. Also wenn Sie das nächste Mal wieder in New York sind, dann denken Sie doch mal drüber nach, ob Sie sich da vielleicht nicht auch mal so ein Bürohochhaus holen. Nur, dass das Preisniveau vielleicht schon sehr niedrig ist, das heißt natürlich nicht, dass in so einer Krise nicht doch einiges auf der Strecke bleiben würde. Aber ist es vielleicht nicht doch alles ein bisschen übertrieben und Panikmache das Ganze? Weil die Probleme bei den Gewerbeimmobilien, die sind ja jetzt auch bekannt, das ist jetzt auch nicht mehr ganz so neu, aber die Börsen steigen ja trotzdem. Der Markt sieht ja da anscheinend kein großes Problem, also muss man ja als Anleger eigentlich auch kein großes Problem drin sehen. Ich erinnere aber an die Finanzkrise 2008 und an die allgemeine Immobilienkrise damals. Die hat sich schon jahrelang vorher abgezeichnet, es ist auch jahrelang vorher gewarnt worden. Es sind auch da Jahre vorher schon überall so Witzbildchen rumgegangen, so wie das hier. Nimm ein Bad im Immobilienmarkt mit Mr. Immobilienblase, nicht verwandt mit Mr. Internetblase. Wenn ich platze, bist du erledigt. Aber trotzdem sind die Börsen 2006, 2007 immer weiter gestiegen. Der Markt hat das Problem ignoriert, bis man es wirklich nicht mehr ignorieren konnte. Sorglosigkeit am Markt ist also keine Garantie dafür, dass man nicht ein Problem hat. Und die Krise bei den Gewerbeimmobilien jetzt, die ist möglicherweise, oder hoffen wir es mal, möglicherweise nicht ganz so gefährlich wie damals das bei den Subprime-Immobilien. Und der Staat und die Notenbank, die würden natürlich auch heute anders reagieren, als es damals war. Aber was eben schon ähnlich ist, sie haben sich beide eben aufgebaut, diese Krisen, in einem Umfeld von plötzlich wieder steigenden Zinsen. Und die Immobilienkrise damals, die ist ja auch nicht dann sofort gekommen, sondern mit einer Verzögerung von mehreren Jahren nach der ersten Zinswende, die war nämlich schon 2004 und trotzdem lief es eben an den Börsen noch jahrelang gut. Und abgesehen davon, was den klassischen Immobilienmarkt betrifft jetzt, die Wohnimmobilien, der ist ja jetzt vielleicht noch nicht unbedingt in der Krise, aber es gibt auch da eben keine Entwarnung. Gerade bei den gefragteren Immobilien in Metropolen, hier haben wir zum Beispiel den Case-Shiller Home Price Index für die Stadt Seattle und da können Sie viele Städte nehmen im Moment, das ist meistens nach dem gleichen Muster. Da haben wir eben jetzt schon eine sichtbare Korrektur und die ist vielleicht an sich nicht problematisch bis jetzt, sondern eher, dass der Anstieg vorher eben derart hoch war und dass die Preise jetzt natürlich immer noch deutlich über dem Niveau sind, das wir gehabt haben vor der Krise 2008. Insofern, ich sehe im gesamten US-Immobiliensektor nach wie vor eine potenzielle Gefahr
für die Wirtschaft, die amerikanische, vielleicht auch für den Bankensektor und damit als eine Sache, die man als Anleger schon im Auge jetzt haben sollte. Auch wenn die Wirtschaft robust ist im Moment noch, was sehr wahrscheinlich schon Joe Biden zu verdanken ist, auch hauptsächlich, der hat ja mit seinen riesigen Förderprogrammen so bei Halbleitern und bei Umwelttechnologie und so weiter, der hat es ja geschafft, dass die Unternehmen jetzt wirklich von überall herkommen auf der Welt und wieder investieren in den USA und sagen, oh, die USA, da läuft ja wieder was, die sind ja wieder ganz toll. Und die EU zieht ja jetzt auch schon nach, die will das ja jetzt genauso machen. Aber das Ganze ist natürlich extrem schuldenfinanziert und damit startet ja auch jetzt eine neue Runde in diesem globalen Neuverschuldungswettbewerb. Und gleichzeitig kommt ja ein Teil dieser Förderungen durch die Schuldenobergrenze oder durch die Einigung, die wir jetzt gehabt haben, doch nicht. Und speziell was Förderung betrifft von alternativen Energien und sowas, da können die Firmen ja wirklich nur hoffen, dass Joe Biden ewig Präsident bleibt, weil sonst sind die nämlich vielleicht sogar ganz schnell auch wieder weg. Und es spricht ja auch nichts für eine zweite Amtszeit von Joe Biden. Und dass man mal die Ukraine mit dem Irak verwechselt, das ist George W. Bush auch schon passiert letztes Jahr. Und bei ihm war es ja eigentlich noch viel brisanter. Aber Versprecher sind menschlich und machen die Politiker nur noch liebenswerter. Und abgesehen davon, der Irak hat damals an der Drohne aus Balsaholz gearbeitet und war damit durchaus eine Gefahr. Das ist aber ein anderes Thema, genauso wie die Miracoli mittlerweile ohne Käse. Beides ist medial eigentlich noch nicht wirklich abgearbeitet worden und nicht wirklich behandelt worden. Und an dieser Stelle sage ich normalerweise, ich freue mich über ein Kanal-Abo von Ihnen. Dabei bitte auch auf die Glocke gehen. Das sage ich heute aber nicht, sondern ich weise heute mal auf ein Video von mir von letzter Woche hin, wo es auch um eine Bank geht, aber um eine Sondersituation, um die UBS. Die hat nämlich meiner Meinung nach von dieser Zwangsnotübernahme von der Credit Suisse enorm profitiert, ohne großartig viel dafür zu bezahlen. Das Video ist leider ein bisschen untergegangen in letzter Woche, aber vielleicht interessiert es ja doch noch hier den einen oder anderen. Und denken Sie natürlich auch noch an unsere Gratis-Zukunftsmärkte-Reports diese Woche zu China. Morgen geht er raus. Sie bekommen ihn auf www.zukunfts-märkte.de. Damit sind Sie auch erstmal gut ausgelastet. Kanal abonnieren, die Reports bestellen, das UBS-Video anschauen. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz, ganz herzlich für Ihre Zeit. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Alles Gute Ihnen und bis bald.